Die Rockford-Wende rückwärts. Heizen wie in Hollywood. Actionheld Jean Reno zeigt den Autostunt-Klassiker in Perfektion. Auch in Hamburg gibt's großes Kino. Die Rockford-Wende rückwärts. Worauf muss man da achten? Muss schnell genug sein, dann Lenkrad rumreißen, Kupplung drücken, sofort ersten Gang rein, weiterfahren. TV-Detektiv Jim Rockford stand Pate für dieses elegante Manöver. Wenn du in eine Einbahnstraße reinfährst und jemand dir entgegenkommt und rückwärts fährst, kannst du es auch an der Straße machen. Du musst natürlich sehen, dass du nicht in die Autos reinbretterst. Wie breit ist denn da der Raum, in dem man da hat? Ja, 4-5 Meter braucht man schon. Los geht's. 160 PS beschleunigen den Ford Granada Baujahr 76 im Rückwärtsgang auf gut 60 Sachen. Dann das Lenkrad rumreißen, den ersten Gang reinhauen und Vollgas. Das war die Rockford-Wende rückwärts. Wir empfehlen großes Auto, einen großen Platz und einen großen Motor. Danke. So, liebe Zuschauer, schön üben, aber bitte nicht auf öffentlichem Gelände. Fortsetzung folgt.